Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Race Room Racing Experience. Heute wieder mit brandfrischem Content, dem Audi R18 TDI, der da schon so schön in der Boxengasse wartet auf Position 1. Wir müssten uns eigentlich auch noch die WPCT 2015 angucken und haben eigentlich auch noch gar nicht alle Varianten der Nordschleife gesehen. Es gibt so viele tolle Sachen zu berichten. Naja, ich habe mich auf jeden Fall jetzt heute mal für dieses schöne Gerät entschieden. Wir sind auf dem Nürburgring unterwegs und gucken mal vielleicht in so eine ganz kleine 15 Minuten lange Episode der Langstreckenmeisterschaft rein. Wir fahren nämlich die Prototype 1 Klasse, also die LMP1 Fahrzeuge sozusagen hier im Spiel, und die haben ein Fahrphysik-Update bekommen. Nicht nur ist das neue Fahrzeug im Spiel, sondern auch die beiden vorhandenen Fahrzeuge wurden nochmal aktualisiert in der Fahrphysik, genauso wie die LMP2 Klasse oder die Prototype 2 Klasse, wie sie hier im Spiel halt heißt. Ja, ich habe mir erst überlegt, jetzt können wir uns umgucken. Ich habe erst überlegt, auf Shanghai zu fahren, aber dann dachte ich mir, Alter, man sieht so wenig im Cockpit, da müssen wir eine Strecke nehmen, die man kennt. Ich kann euch mal zeigen, wie wenig man sieht. Kann ich das? Wartet. Kann ich nicht. Doch, da. Achtung. Da. Ich meine, man sieht so ungefähr nichts. Man sieht so circa 20% vom Bildschirm, der Rest ist Carbon und gelbe Beschriftung. Aber immer eine Klimaanlage haben wir. Ja, ich kann auch mal eben rein. Wir können mal eben reinhören, wie es klingt. Können wir auch mal eben. Bisschen ernüchternd von innen. Ich meine, ist ja auch nur ein Diesel und vor allen Dingen auch ein Turbodiesel. Nicht so laut und nicht so brachial klingend. Aber ich glaube, wir haben trotzdem den Typen hier gerade so ein bisschen den Anzug versenkt da an der Seite. Von außen, wenn wir fahren, klingt der ja doch schon ziemlich brachial und böse. Aber, Alter, wie wenig man sieht. Ich meine, das kennt man natürlich noch aus anderen LMP1-Fahrzeugen, wie zum Beispiel aus Project Cars oder so. Aber, naja, man muss halt damit zurechtkommen. Und ich glaube, das machen wir jetzt mal. Wir legen den ersten Gang ein und legen mal kurz eine Proberunde hin, damit ich euch Folgendes zeigen kann. Zack, das hier. Das ist nämlich ein neu implementiertes Force Feedback Meter, was euch die Ausschläge des Force Feedbacks anzeigt. Die rote Linie bedeutet Clipping. Wenn die Ausschläge also drüber gehen, dann übersteuert das Force Feedback und es kommt zu einem Informationsbrei, der quasi rausgeschickt wird. Es sind keine definierten Vibrationsstöße mehr, die dir sagen, was das Auto gerade macht, sondern einfach nur nach zu viel des Guten. Und das sollte man vermeiden. Außer in der Extremsituation, wenn man über einen Curb fährt oder so. Über einen großen Curb. Oder im Kiesbett. Da darf Scan schon mal übersteuern. Ich simuliere das jetzt einfach mal. Da, das ist kein Problem. Weil, da kommt es ja nicht drauf an. Du weißt, du bist im Kiesbett und da ist es ziemlich holprig. Da musst du nicht noch großartig fühlen, was das Auto macht. Schöne Sache auf jeden Fall. Kann man sich einblenden, wenn man sich die Taste vorher im Menü belegt. Das kann ich auch mal eben zeigen kurz. Man geht in die Optionen, dort unter Steuerungseinstellungen, dort unter primäre Funktion war es, glaube ich, oder, nein, sekundäre war es, ist doch richtig, da, FFB-Anzeige, habe ich mir mal schmufgeschmeidig aufs G gepackt und damit kannst du die ein- und austoggeln, tolle Sache auf jeden Fall, und, ich würde sagen, wir, zurück zur Werkstatt, genau, und dann geht's zum Rennen, was 15 Minuten lang dauert, ich muss auch dazu sagen, seit dem letzten großen Update mit auch der Nordschleife und so weiter, kann man bis zu 100 Fahrzeuge auf eine Strecke bringen. Bis zu 100 KI-Fahrzeuge ist zum Beispiel auf der Nordschleife möglich. Auf Spa ging, glaube ich, nur 50, nur in Anführungszeichen. Und es ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Der Nürburgring unterstützt leider nur 24 Pitboxen, also quasi das Normale, was wir so kennen. Was ein bisschen schade ist, sonst hätte ich euch das schon gezeigt. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Wieso starten wir hier nicht? Durchgang beenden. Achso, das war jetzt die Quali. Und jetzt geht das Rennen erst los. Jawohl. Dann können wir uns ja schön konzentrieren. Wir werden als letzter starten. Und hoffentlich überhaupt irgendwas reißen können. Ich bin jetzt 2-3 Runden gefahren. Einfach nur, weil ich dachte, yo, lässt es mal auf dich wirken. Dieses leicht bedrückende Gefühl im Cockpit. Wir fahren gegen eine 100er KI. Ich muss mal eben die Box ein bisschen leiser machen, wie meine Kopfhörer. So, jetzt kannst du aber weitergehen. Oh,
Ja, und das, was man so schon sieht bei 24 KI-Gegnern, dass die Fahrzeuge sich manchmal ein bisschen aufstauen, weil einfach dann der Platz auf der Strecke zu eng wird und es sich nun mal immer noch um eine künstliche Intelligenz handelt. Den Effekt kann man bei 100 Fahrzeugen noch viel, viel mehr beobachten. Und dementsprechend schwierig ist es dann auch, da ein gutes Rennen zustande zu kriegen. Aber allein, dass es möglich ist, technisch, ist schon ziemlich nice. Und zeige ich euch auf jeden Fall auch noch. Wow, what the hell? Alter Schwede. Da wurden wir mal richtig von hinten genommen. Sag ich jetzt einfach mal salopp, wie es ist. Scheiße. Ich glaube, Schaden ist aus. Warum eigentlich? Oh, das war ja gar nicht gut. Ich habe ein bisschen zu früh gebremst, ich weiß, aber trotzdem muss man ja nicht gleich so reinballern, oder? Frechheit, sowas. Ich könnte mir aber gleich mal den virtuellen Spiegel anmachen. Boah, und mal richtig schalten, wie wär's damit? Oh Gott, und mal richtig fahren. Ich habe eigentlich den virtuellen Spiegel, der müsste doch hier auch irgendwo sein. Nein. Aber hier haben wir das schon mal gefunden. Ich drücke hier rum, wie ich lustig bin und konzentriere mich nicht aufs Fahren. Jetzt aber, jetzt geht's endlich mal los hier. Scheiß auf den virtuellen Spiegel. Wir sind Letzter, da brauchst du keinen Spiegel. Wir haben 20 Sekunden aufzuholen und das machen wir jetzt auch. 2,50, 2,60. Und mal voll auf die Bremse. 940 Kilogramm. Angetrieben von 540 PS. 980 Kilogramm, Entschuldigung. Inklusive Fahrer aber dafür. Ja, okay. Dann sagen wir vielleicht eine Tonne und 10 Kilo, wenn man mit mir vielleicht rechnen muss. Ja. Komm, wir starten das mal eben neu. Das hat doch so keinen Zweck. Das ist doch alles nicht schön. Wir waren nicht fertig am Anfang. Wir machen das jetzt nochmal richtig. Ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe oder nicht. Aber wir machen das jetzt nochmal richtig. So, Konzentration. Bisschen am Anfang konzentrieren, bisschen auf die Strecke klarkommen. Kennt man natürlich, aber hier und da in manchen Spielen natürlich auch unterschiedlich. Deswegen muss man sich ja immer auf die Nuancen einstellen. Man denkt, man kennt die Strecke und in Wahrheit ist die Kurve dann vielleicht mal einen Meter eher zu Ende oder so und schon passt die Linie nicht mehr. Direkt neben uns. Ja, hier bremse ich viel zu früh. Kein Wunder, dass der mir vorhin in den Rhein geballert ist. Noch nicht so wirklich das Gefühl dafür, wann die Karre quer geht, wie viel Aerodynamik entwickelt wird und wie schnell man hier durch Schumacher ist und so ballern kann. Boah, aber was für krasse Bremsen die Karre hat. Das ist echt heftig. Die sind ja sowieso super performant. Die Dinger. Knappe Sache. Wow, das war zu viel des Guten. Ja, das sollte man natürlich vermeiden, da so drüber zu juckeln, wie wir es gerade gemacht haben. Wollte ich euch nur mal demonstrieren, natürlich. Und zack, sind wir wieder Letzter. Aber immerhin haben wir nach Runde 1 keine 20 Sekunden Abstand. Ich muss auch mal die Gänge richtig ausdrehen hier. Man sieht einfach mal gar nichts. Guckt mal, wie breit diese verdammte A-Säule ist.
Ja, und was auch noch ein bisschen sauer aufstößt, ist dieses Motec-Display. Ich nenne es jetzt einfach mal so im Lenkrad. Was war einfach mal in jedem Fahrzeug das gleiche ist. Und was ja auch das gleiche Layout hat wie das Design, was wir gerade schon gesehen haben. Unten rechts das alte Design. Ist aber, denke ich mal, auch auf der Agenda von Sector 3. Ist auch viel zu ängstlich, aber ich glaube, die Curbs sind echt gefährlich hier. Hören mal Sound von außen gleich auf der Geraden. Sehr lautes Grundgeräusch, sehr mächtig auch, einfach nur. Aber es klingt halt schon, ja, mächtig ist, glaube ich, das passende Wort dafür. Nicht unbedingt schön, nicht unbedingt definiert, nicht unbedingt nach einer 10-Zylinder- oder 12-Zylinder-Melodie, sondern ein Kraftwerk, ein. Klar, Vollgas. So langsam kommt's Vertrauen in die Karre, sagte er und flog ab. Es ist so klar, als ob ich's damit triggern würde, ey. Als ob da so ein kleiner Mann in meinem Kopf sitzt, der sagt, los, sag es, sag es. Sag, dass du Vertrauen zur Karre entwickelt hast oder dass wir die Kurve kriegen werden oder so. Und dann zack. Verrückte Lackierung voraus. Da brennt doch ein Auto. Platz 21. Wollen wir mal eben angucken, ja, und dafür schalten wir mal eben auch einen Gang zu weit runter. Da kann man auch mal quer. Die KI auch mal quer. Aber wir kämpfen uns Stück für Stück nach vorne. Wie gesagt, wir fahren nur 15 Minuten. Und ich war hier wieder Pussy. Bisschen vom Gas gegangen. Haha, piep, piep, piep. Aufstehen, Leute, der Wecker hat geklingelt. Nein, ich habe versucht, in den zweiten Gang zu schalten. Was total dumm ist eigentlich in der Kurve. Ah, ich hasse sowas. Oh.
wird das Auto unruhig auf den Curbs. Platz 18. Nein, da haben wir verloren. Da haben wir verloren. Der Motor ist auch aus oder was? Da haben wir verloren. So eine Scheiße. Und sind wir jetzt sogar schon letzter oder was? Oder kommt da noch wer? Ah, wir sind letzter. Ja, da war er weg. Erster Gang, ein bisschen zu viel Gas. Ich finde, man hört den Motor aber halt auch einfach nicht gut drehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich meine, er hat ja auch nur ein recht geringes Drehzahlband. Bei 5000 wird geschaltet. Und nicht bei 7 oder 8,5. Wenn man sich da so ein bisschen aufs Gehör verlassen will, Drehzahl geht hoch so schnell quasi, ohne dass man, also, dass man natürlich hört dann auch, dass die Räder durchdrehen und so weiter. Das ist hier ein bisschen schwierig. Aber ansonsten macht es echt mega Laune, wenn man sich mal so ein bisschen an die geringe Aussicht gewöhnt hat. Allerdings, wie gesagt, eine unbekannte Strecke, Shanghai oder so, würde ich mir nicht zutrauen. Ah, da ein anständiges Rennen hinzulegen. Auf dem Nürburgring natürlich. Super faire und anständige Rennen, die ich hier hinlege. Ah. 1:48.620. Beste Rundenzeit der KI. Wir müssen uns gleich auch mal unbedingt den Begrenzersound anhören. Der klang ganz nice, glaube ich. Hier mal im zweiten. Aha, der kommt auf der Bremse schon ein bisschen. Ah, klingt nice. Ot, 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 ot. Komm, jetzt machen wir nochmal schön ein paar Runden, wie es sich gehört. Mit richtig Schalten, nicht zu hektisch und ganz bewusst. Ein bisschen im Blindflug. Oh, kann man hier überholen? Überholt man hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir überholen hier. Das ist ja unglaublich. Leichter Kontakt. Lass da doch die Tür auf für mich! Tag der offenen Tür! Gehen wir doch mit und dann sind wir wieder 22. 1:47.423. Das sind schon verdammt schnelle Rundenzeiten. Also jetzt nicht, weil ich so schnell und so geil bin, aber was diese Fahrzeuge an Performance halt abliefern. Yeah, Tür aufgelassen. Nutzen wir ein bisschen rein. Ich weiß noch nicht so richtig, wann ich hier bremsen muss. Also so richtig, richtig. So dass ich auf einem Meter eine Karre dran fahren kann. So gut kenne ich den Bremsdruck noch nicht. Vor allen Dingen dem R18. Oh, oh, hier können wir uns doch nicht außen jetzt noch. Außen wird gleich zu innen. Wir schieben uns dran vorbei und sind
bisschen zu schnell passt. Passt, easy. Meine Herren, macht das Bock. Schöne KI auch, schöne KI. Sieben Runden sind absolviert, wenn wir jetzt hier durchs Ziel fahren. Das heißt, das Ganze hat hier auch gleich ein Ende. Jawohl. Wieder der erste Gang, der uns da zum Verhängnis wurde. Und diesmal war auf der Bremse ruhig. Also es war wirklich nur zu stumpf aufs Gas latschen. Der schwere Fuß, der uns da zum Übersteuern gebracht hat. Boah, das macht aber richtig Laune. Und ich glaube, hier könnte ich mir auch so ein bisschen was echt in Richtung Langstrecke vorstellen. Jetzt keine 6 Stunden, ey. Bitte foltert mich da nicht. Aber, ja, so was Kürzeres. Vielleicht 5 Stunden. Die fahren aber auch ganz schön einladend, die KI. Die sind so, verteidigt nicht so heftig, sondern lässt eher hier und da mal ein Türchen los. Ist angenehm. Kann man da natürlich gerne reinlunzen. Aber vielleicht würde der echte Fahrer doch ein bisschen mehr verteidigen. Übrigens, wie geil das Auto wackelt und zittert. Voll auf der Bremse, wenn man auf die Schikane zufährt. Mega geil. Das klingt auch super. Ich bin beim nächsten Mal leise, wenn wir da nochmal... Jawohl, eine Runde haben wir noch. Hört man vielleicht hier auch schon. Ja, zusammen mit dem Schalten auch noch. Entschuldige bitte. Enge Geschichte. Und Kontakt. War da Kontakt? War da Kontakt oder kein Kontakt? Ja, da war Kontakt, denn die Gegner... Wow. Ich Depp. Den hat's schön auch ein bisschen ausgenockt. Wir hätten eigentlich schön nebeneinander her wieder beschleunigen können. Und ich ziehe zu weit links rüber, weil ich nach hinten gucken wollte. Ja, blöd. Das ist doch Kacke. Tja, aber es gibt nun mal auch Gründe, warum ich kein Fahrer der Langstreckenmeisterschaft bin. Boah, Gott. Alter. Aber eigentlich nur, um mal zu wissen, wie es sich so anfühlt, würde ich gerne schon mal mit 100 km/h durch ein Kiesbett bügeln in einem Audi R18 TDI. Boah, Gott. Das ist jetzt aber ganz schrecklich. Ah, schade. So ein spannendes Rennen eigentlich. Und dann baue ich wieder Kacke. Das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, die ich dann so habe, wenn wir wirklich so Langstreckenrennen fahren. Mal über 1-2 Stündchen. Haben wir ja auch schon gesehen, dass ich so längere Videos gemacht habe mal so. Und dann ist es aber auch super ärgerlich, wenn dann halt einfach mal nach einer Dreiviertelstunde so ein Fahrfehler kommt und du bist wieder Letzte, nachdem ich die ganze Zeit vorgekämpft hast. Egal. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an Sector 3 auf jeden Fall für den hammermäßig geilen Content, den sie in letzter Zeit oder generell so raushauen. Das ist eigentlich, ich
kann mich an keinen Content erinnern, der mich nicht irgendwo interessiert und fasziniert hätte und wo ich Bock drauf gehabt hätte. Also, gute Entscheidungen, die da getroffen werden. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, kann ich nur empfehlen, ausprobieren. Spaß haben. Und hier gibt es noch ein bisschen was aus der Wiederholung. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.